Sins of the Solar Empire 2 mit den Vasari und mit WB natürlich auch. Und wir fliegen ein bisschen hier durchs All und entdecken das eine und das andere. Wir haben erstmal ein paar Welten drumherum entdeckt. Wann ist der Forschungspunkt fertig? Wir können das jetzt schon machen. Dann machen wir einmal die Forschung hier und danach schalten wir die Vulkansache. Die können wir auch schon mal parallel einstellen. Schon mal hintereinander. Das war hier aber vulkanische Besetzung. Dauert nur 60 Sekunden. Wir können sofort zu dem Vulkanplaneten durchfliegen. Hinter mir seht ihr das, dass das in die Bauschlange gesteckt werden, diese beiden Geschichten. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder runter. Und sind jetzt und fliegen jetzt doch mal durch mit der Flotte. Ballern die Verteidiger weg und dann hier rein. Das sollte eigentlich klappen. Nochmal der Hinweis, oben in der Ecke steht das Wörtchen Werbung ganz oben links. Vielen Dank an den Publisher, an Stardock, weil Stream und die Videos, die dabei entstehen, von den vom Entwicklerstudio finanziell mit einem Honorar unterstützt werden. Dankeschön dafür. Ja, wir haben die erste Bergbausache. Schauen uns mal an, was wir, ob wir auf dem Planeten hier weiter bauen können. Wir können mittlerweile auch die ersten Schiffe bauen, denn... Ja, sehr schön. Und wir sagen mal der Flotte. Wir können ja in dem Spiel ja mit den Flotten auch Schiffe bauen gehen. Die fliegen dann automatisch hier rüber. Wenn die Werft fertig ist, können wir einen Kreuzer errichten. Und wir können die Ravastra Plänkler sofort machen. Das wäre möglich. Und an Korvetten die Navigatoren. Das sind die Erkunder. Davon haben wir einen. Die könnten wir bauen. Die Fregatten, leichte Angriffsfregatten gegen Raketenfregatten, Unterstützungsschiffe und Trägerschiffe gut sind. Das sind die Plänkler. Drei haben wir in der Flotte. Und der Wanderer, sobald er fertig ist, ein großer Kreuzer mit dem... Und das ist anscheinend nicht identisch hiermit. Und das erste Großkampfschiff könnten wir bauen bereits. Die Ressourcen haben wir. Wenn wir eine große Werft bauen... An Versorgungspunkten ist das Limit bei 120, 77 haben wir erfüllt. Wenn wir das nächste Großkampfschiff bauen, würden wir 50 Versorgungspunkte brauchen. Wir müssen also möglichst schnell auch hier nochmal bei den Punkten raufgehen, dann können wir das bauen. Wir können also auch gleich eine große Werft schon mal bauen dafür. Aber erstmal noch ein paar Schiffe mehr. Was sind denn die Schiffe, die wir im Augenblick besitzen? Die kleinen mit den Schilden, ne? Das waren die hier. Die fand ich eigentlich gar nicht mal so doof. Davon noch ein paar mehr. Die kosten gleich 10 Punkte. Die haben zwei Impulskanonen, die haben eine. Dann bauen wir davon mal zwei. Die fliegen dann rüber und ihr seht oben, wie die das Limit so allmählich füllen. So machen wir das. Die bauen wir hintereinander. Die fliegen dann hinter denen hinterher. Die treten jetzt in den Orbit ein. Hier vorne können wir schon mal weiterbauen. Nochmal Bergbau bitte. Einmal komplett ausbauen. Orbitstrukturen können wir auch bauen. Wir haben jetzt die Forschung, die läuft oben durch. Was wir als nächstes noch machen könnten, wäre, dass wir brauchen gleich auf jeden Fall, die Metalle gehen langsam, alle Ressourcen. Damit fangen wir jetzt einmal an. Das hier ist ein Metallextraktor, dafür brauchen wir diese Forschung erstmal. Die wird dann eingebaut automatisch. Nee, die können wir jetzt schon machen, ne? Ja, die ist schon unterwegs. Asteroidenextraktionsrate wird erfüllt. Das heißt, wenn wir die Metallasteroiden... Ja, plus 0, 4, 5 auf jedem von den Teilen wird ein Metallextraktor gebaut. Die sind cool. Dann haben wir zwei hintereinander. Jetzt sind wir schon oben fast am Ende. Dann haben wir 5 von 8 zivilen Strukturen jetzt gefüllt. Militärische, die dienen zum Schutz. Die lassen wir erstmal weg. Die machen wir gar nicht. Weitere Logistikpunkte brauchen wir nicht für mehr Orbitplätze, das lassen wir erstmal weg. Wir gucken mal, ob wir noch einen Planetengegenstand uns holen wollen. Das war das hier, damit viele Sachen schneller laufen. Das könnten wir jetzt auch einmal bauen, ne? Holen wir uns den Planetengegenstand hier. Den holen wir uns auch dazu. Den sollten wir auch nutzen. Alles klar. Jetzt seht ihr mal, wie schnell es mit den Ressourcen runtergeht. Vor allem mit den Metallen geht es verdächtig schnell runter. Der nächste Schritt wäre wahrscheinlich schon, dass wir versuchen, unsere Flotte auszubauen.
Die Flotte kommt im Kampf an, dass die mehr Versorgungspunkte bekommt. Da kommen wir alle an. Ja, richtiger Hinweis im Chat. Mit Stellaris hat das hier nicht so viel zu tun, mit Paradox. Stellaris hat sehr viele Story-Elemente und sehr viele Events, das ist hiermit gar nicht vergleichbar. Jetzt schauen wir mal bei der Flotte, wen wir angreifen wollen. Das sind die Verteidiger. Die Belagerungsfregatten, sobald wir die kaputt haben, rechts oben, können wir den Planeten uns holen. Die Flak-Fregatte ist nicht so wichtig. Wir greifen die wieder als erste an. Auf die immer man rechts klickt, die werden dann als erstes zerstört. Wir gucken mal, ob wir eine spezielle Fähigkeit nutzen wollen, wenn Schiffe dicht nebeneinander fliegen. Wen greifen wir an im Augenblick? Alle hier vorne. Was soll das ja machen? Wir greifen, wenn der fertig ist, den hier oben an, dann werden die alle auf einmal zerstört. Achtet mal drauf. So, jetzt. Jetzt noch hier die Spezialsache Subraumriss. Wir lassen, nee, noch nicht. Wir lassen noch die noch ein bisschen näher rankommen. Jetzt sind die zu viert, gleich zu fünft. Und jetzt machen wir Subraumriss hier drauf. Und wenn die alle auf einmal erwischt. Wir kommen alle drumherum, Schaden über Zeit. Das ist ja das, was in der letzten Partie uns gegenüber auch gemacht worden sind, wenn wir zu sehr klumpen. Das funktioniert prima. Beta-Flotte weiter hier drauf angreifen. Und während die kämpfen, gehen wir vorne nochmal schauen, wie es in der Heimat aussieht und wo unsere Scouts vor allem gelandet sind. Und die haben entdeckt einen Eisplaneten mit Verteidigern. Okay, dann schnappen wir uns erstmal den Scout hier vorne und fliegen mit dem erstmal hier gucken. Mit dem Scout hier hinten, was hat der entdeckt? Einen Asteroiden. Fliegen wir rüber, hier kommt man nicht weiter, einmal hier hin. Und jetzt kommt das Spielfeature, das ich euch einmal beschrieben, aber in dieser Partie noch nicht gezeigt habe, nämlich die sich bewegenden Planetenbahnen. Wir bekommen immer eine Vorschau über Zeit, was ungefähr in der nächsten Minute passiert. Achtung. Gar nichts. In dem Teil verändern sich die Planetenbahnen gar nicht im Moment. Ah, schaut mal hier. Hier kommt eine Bahn dazu im Laufe der Zeit. Aber sie ist noch nicht da. Das ist sehr interessant. Das beobachten wir weiter. Die Asteroiden können wir jederzeit besetzen. Um den zu besetzen, brauchen wir gleich die arktische Besetzung. Und wir haben jetzt schon fast das Limit an Militär. Wir haben 107, 120 an Militärstärke. Maximal. Wir gucken mal, ob das ausreicht, um die nächstgelegenen zu besetzen. 30 Versorgungspunkte reicht. Wie viele gibt es hier an Verteidigern? 25, wir brauchen aber auch keine größere Flotte. Wir könnten die Flotte eventuell sogar aufteilen in Teilflotten. Und dann mehrere auf einmal besetzen. Wir haben aber nur ein Schiff, das kolonisiert im Augenblick. Das heißt, wir bräuchten entweder ein Kolonisierungsspezialschiff. Hallo Jan, ob das Spiel für Anfänger geeignet ist? Jein. Guck mal, der Chat postet dir das, die Community-Moderatorin, mein Crashkurs-Video auf YouTube. Damit auf jeden Fall. Ansonsten gibt es viele Tutorials im Spiel. Für Anfänger, die anderen sollen dir das mal beantworten, wie die das einschätzen. Hätten wir ein weiteres Kolonisierungsschiff, könnten wir zwei Flotten bilden und die schnell einsammeln. Und das können wir im Prinzip. Wir brauchen eines mit einer zweiten Kolonisierungsfähigkeit. Wir können bauen einen weiteren Evakuierer, dann brauchen wir eine schwere Werft. Die brauchen aber mehr Versorgungspunkte. 50 steht dort oben, als wir haben. Oder wir bauen ein extra Kolonieschiff. Gibt es die hier im Spiel? Ich glaube, die haben keine extra Kolonieschiffe, sondern bei der Fraktion wird es hier rüber gemacht, ne? Über die Großkampfschiffe. Der erste Kreuzer sei es. Da steht's, vielen Dank. Da ja Runenwanderer. Und von dem haben wir sogar drei. Das ist doch top. Dann machen wir das über die. Dann bilden wir jetzt zwei Flotten und sammeln die getrennt ein. Wir sammeln uns. Wie viele Verteidiger gibt es hier? 40. Das heißt, ja, das machen wir. Und dann bauen wir notfalls nach. Sehr schön. Wie viele Schiffe haben wir hier vorne mittlerweile? Im Orbit drin. Zwei Monteure, eine Montagewerft. Entstehen hier im Augenblick Schiffe? Sind Schiffe im Bau? Ein Wanderer, ja.
drei Wanderer. Sobald wir die fertig erobert haben, sammeln wir uns hier vorne. Und hier bei euch schon mal, dann brauchen wir kein zweites Großkampfschiff. Wir brauchen auch keine weitere Hauptmilitärflotte. Wir schaffen das mit einer Flotte und sparen stattdessen Ressourcen, um uns wirtschaftlich aufzubauen und gehen auf schnelle Expansion. So lösen wir das, okay? Wir gehen hier oben nochmal auf den Planeten drauf. Hier ist noch viel weiter im Bau, alles prima. Gehen hier zurück und kämpfen hier weiter erstmal. Was ich aber beantworte ist, dass ich begucke ist hier, ob ein Jarun-Wanderer fertig wird, weil den würde ich oben am Hauptplaneten dann lassen, sobald er fertig ist. Ist die Musik laut genug? Ja, ich glaube, die ist laut genug. Der ist gleich weg, wunderbar. Jetzt die Belagerungsfregatte und dann können wir kolonisieren. Jetzt ist ein Schiff fertig. Hier schmeiße ich mal den Bau raus. Wir gehen einmal zurück und bilden eine zweite Flotte hier hinten vor Ort. Das heißt, hier gehen wir hin und bilden mit dem Kollegen, der gerade entstanden ist, mit dem Jarun Wanderer, eine zweite Flotte. Das heißt, wir klicken hier auf Neue Flotte und indem wir gerade angeklickt haben, schicken wir per Rechtsklick hier hin. Hat das gerade geklappt? Ja, ne? Ja. Ist das hier drin? Dann machen wir zweimal 140, 120, das geht in etwa, kommt in etwa hin und bauen von dieser, ich weiß nicht, ob der, wir sollten eigentlich von hier aus dann bauen können. Wunderbar, da ist er. Jetzt bauen wir von hier aus einen Jarun-Wanderer haben wir. Eine Fregatte, ein Plänkler, noch ein Plänkler, noch ein Kreuzer, 111, den schaffen wir noch, dann haben wir glatt 118 und von den vielen kleinen schicken wir einen zurück. Also drei kleine, zwei große hier oben und die hier vorne haben, in Summe, wie stark ist die Flotte, die wir hier haben? 71, ja, das kommt in etwa hin. Sollte eigentlich klappen. Notfalls bauen wir nach. Das geht schon. Ja, und mit ihr kämpfen wir hier oben weiter. Sehr schön, Monkey kommt rein. Ich habe heute meine erste Partie abgeschlossen mit der Vasari-Allianz. Hat Spaß gemacht. Und jetzt können wir hier kolonisieren. Wir haben mal den Autocast auch schon aktiviert. Die Belagerungsfregatte muss erst weggeschossen werden. Vorher geht das nicht. Schauen wir mal, ob wir auf dem Planeten, wir haben genug Ressourcen, Entschuldigung, ob wir hier oben weiterbauen können. Läuft der Bau hier noch? Ja, ne? Ja, das läuft noch. Das ist schon am Limit angekommen. Wie viele Logistikpunkte nutzen wir im Augenblick? 5 von 8. Wir könnten eine weitere Montagewerft nutzen, nee, noch mehr Metallextraktoren. Noch einen weiteren. Und dann könnten wir eventuell auch schon gehen in das in Limit der Flotten erhöhen. Und was wir brauchen, ist der nächste Planet dahinter in der Forschung. Aber erstmal, ja, Flottenlimit. Dafür brauchen wir nachher einen Militärpunkt hier oben in der Militärforschung. Das ist hier die Kriegsgeschichte, Entschuldigung. Das heißt, das müssen wir freischalten. Dann gibt es irgendwie hier maximale Versorgungspunkte schnellen dann auf 300 drauf. Und begrüßen mal ganz freundlich die Mara, die kommt gerade rein. Die begrüßen mal Mara ganz nett. Sehen wir uns eigentlich auf der Gamescom, Mara? Klappt das? Wahrscheinlich eher zufällig, ne? Begrüß mal Mara ganz lieb. Ich habe in letzter Zeit super auf viel und mit den Rocket Beans zu tun. Schön, dass Mara reinkommt mit ihren Leuten. Du hast es vermutlich noch nicht gespielt, obwohl du auch strategieaffin bist, tipp ich. Da bist du ja. Ein kleines Baby, alles Gute. Liebe Leute, ein paar Blumensträuße, Herzchen und die besten Wünsche für Mara in den Chat rein. Mara hat, glaube ich, ein Level abbekommen, ein Plus 1. Im Ernst, ich freue mich sehr. Ganz liebe Grüße. Wir spielen Sins of the Solar Empire 2.
Das ist, habt ihr schon gespielt? Das ist eine Mischung von Echtzeitstrategiespiel und von 4X-Spiel in der Science-Fiction-Welt von Stardock Entertainment vor 3-4 Tagen. Die Release-Version auf Steam, die spielen wir jetzt. Ich erkläre euch das so gut, wir haben noch nicht so viel gespielt, er kommt gut rein. Link bitte mal oben anpinnen, liebe Chatmods, den Link auf die Steam-Shop-Seite. Achtung, oben steht Werbung. Dieser Stream wird finanziell unterstützt vom Publisher, ja? Dass ihr euch hier nicht wundert, warum das da steht. Wir machen einfach weiter, guckt zu. Schaut euch das an. Ihr kommt gut rein, ich erkläre viel. Ja, erobern wir diesen Planeten. Wir haben alle Verteidiger uns geholt, gekillt. Jetzt haben wir einen zweiten Planeten dazu bekommen. Die Partie haben wir gerade erst begonnen. Nee, hier müssen wir die noch killen. Das ist die Flotte hier vorne, die Beta-Flotte unserer Erste. Die hat die Verteidiger alle kaputt geschossen. Und jetzt sagen wir dem Hauptschiff hier vorne, Autocast, das kolonisiert hier vorne bereits und der Planet sollte in Sekundenbruchteilen uns gehören jetzt. Er sollte jetzt rot aufploppen, da ist es passiert. Jetzt bauen wir den auch aus. Ein Vulkanplanet. Und wir bauen, haben wieder zwei Möglichkeiten. Wir können auf der Planetenoberfläche Strukturen bauen oder wir können im All Orbitstrukturen bauen, die halt in der Umlaufbahn sich befinden. Im Augenblick, die Bauschlangen laufen parallel. Um Orbitstrukturen zu bauen, muss man erstmal Orbitstrukturplätze freischalten. Das geht darüber, dass man auf dem Planetenoberfläche ein Logistikzentrum baut. Hat man das gebaut, kann man im Orbit zwei Sachen bauen. Unabhängig davon, nachdem wir das gebaut haben, hier, ich habe mal eine Stufe eingestellt, können wir oben auch gleich weiterbauen und sagen, hey, wir machen, sagen wir mal, mit einem Metallextraktor weiter, der wird automatisch doch platziert, wo wir bauen, wenn ich einfach die Steuerungstaste platziert halte. Und sobald das hier gebaut ist, die Logistik-Sache auf der Oberfläche, kann danach die nächste Oberflächengeschichte parallel zu den Orbitstrukturen gebaut werden. Das sagen wir einmal Bergbau, bitte. Da sind wir vorne drin. Achtung, Ressourcen werden sofort abgezogen. Da sollten wir, mehr geht noch nicht, das kommt später, da sollten wir es nicht übertreiben mehr. Und jetzt gucken wir mal, wie stark die Flotte ist und ob wir die sofort weiterschicken wollen zum nächsten Planeten. Und wir stellen fest, dass die Schiffe sehr stark sind. Die haben kaum Verluste erlitten. Das haben wir gut hinbekommen. Das Schild, der gelbe Wert ist das Schild. Das wird jetzt automatisch noch verbessert. Ja, super, alles okay. Dann können wir die Flotte sofort weiterschicken. Die hat 71 Versorgungspunkte. Das heißt, bei 120 Logistikpunkten, die wir haben, können wir zwei gleich große, kleinere Flotten unterstützen, die aber ausreichen mit ein bisschen Trick 17, Geschick und strategisch mal ein bisschen aufpassen, um diese Asteroiden hier zu besetzen, denn die haben nur 30 Versorgungspunkte. Das hier ist, glaube ich, ein Wrack. Toter Asteroid, da könnte ein Wrack sein. Wir fliegen hier hin. Ja, wir fliegen mit dem hier vorne hin. Mit der Flotte geht es einmal hier hin. Und hier haben wir einen Erkunder. Wir haben noch nicht den Autocast aktiviert. Doch, genau, mit dem geht es hier vorne hin. Die anderen haben wir schon identifiziert. Und mit der zweiten Flotte warten wir noch ab, bis die Kombi ganz groß ist und dann fliegen wir rüber und holen uns den nächsten Planeten. Wir bauen von der Flotte aus über dieses Menü, die noch aus, bis die groß genug sind. Und wir sagen, dass sie sich in Formation bewegen sollen und dann fliegen die rüber. Alles gut. Und das ist der zweite Erkunder, den wir haben, der ist wo? Der ist hier unten, prima. Und mit dem hatten wir gesagt, es geht nach rechts rüber, ne? Er hat den Asteroiden hier entdeckt. Das hat er aufgedeckt. Dann fliegen wir mit ihm hier hin. So kann es klappen. Alles gut. Und weiter. Ob ich auf das neue Anno spiele, mich freue. Aber holla. Ich habe schon ein dickes, fettes Video vor ein paar Tagen veröffentlicht. Hat mal einer von euch im Chat für Criminello einen Link auf mein erstes Analysevideo über Anno. Und auf der Gamescom nehme ich mit zwei Entwicklern noch lange Videos auf. Wir haben ein riesen Gamescom-Programm. Gebt doch mal bitte den Shorts-Link und den Link auf mein Gamescom-Programm in den Chat rein. Ich lebe ja in Köln, ein Riesenthema hier. Wir haben noch einen Planeten entdeckt. Gucken, wo der ist. Das ist der hier vorne. Wie viel Verteidiger? Der hat schon erstmals viele Verteidiger. Die würden wir im Augenblick gar nicht geknackt bekommen. Wir sagen mal mit dem hier, der ist, dass er hierhin weiterfliegt, bitte. Der fliegt dahin, dann gucken wir weiter.
Die Flottenpunkte sind noch nicht stark genug. Da müssen wir noch abwarten. Wir gucken, ob wir hier oben weiter bauen können. Hier läuft der Bau weiterhin. Alles okay. Mehr können wir hier gerade nicht machen. Wir könnten eine zweite Werft hier oben bauen, damit wir die kleinen Schiffe schneller bauen können, aber uns gehen eher die Ressourcen aus. Ich würde eher nachher schon mal auf einmal einen Orbitplatz bauen, der uns militärische Forschungspunkte bringt, weil in Kürze brauchen wir auch eine größere Flotte. Oder wir gehen, genau das machen wir. Dafür brauchen wir, um in der Militärforschung die Parallele von der zivilen braucht, hier die 300 Versorgungspunkte freizuschalten für die größte Flotte. Brauchen wir hier in der oberen Stufe erstmal einen Militärforschungspunkt, einen Kriegsforschungspunkt. Und den holen wir uns entweder über einen Gegenstand, den wir uns kaufen. Drei Kriegsforschungspunkte hier und eine strategische Ressource müsste man dafür ausgeben. Eins der beiden kann man nur bauen. Das erhöht die Forschungsrate und das erhöht und das gibt maximale Forschungspunkte. Und das ist pro Spieler. Ja, dann würde ich das bauen, haben wir auf die sofort 300 schon mal drei Forschungspunkte haben, die erste Stufe und die zweite schon beinahe. Das würde ich machen. Dafür gebe ich sogar eine strategische Ressource aus. Den Gegenstand erwerben wir jetzt. Allerdings haben wir auch schon einen anderen Gegenstand in der Bauschlange drin. Aber die können wir auch schieben. Der wartet auf die Freischaltung mit der Forschung. Dann machen wir diesen Gegenstand zuerst. Holen uns das Vitra Waffenlabor und schieben das in der Bauschlange nach vorne. Vor das Arbeitslager. Dass der zuerst fertiggestellt wird. Ja? Und dann haben wir sogar den einen Kriegsforschungspunkt schon, können das sogar schon in die Bauschlange reintun, wenn wir die Ressourcen dafür hätten und dann da unten weitermachen. Was bauen wir hier? Da brauchen wir die Hitzeschockproteine, um weiter ausbauen zu können. Lass uns die mal suchen. Die ist allerdings in der Stufe 2. Da können wir erstmal gar nicht weiter bauen. Orbitstrukturen. Einmal Bergbau. Da ist Metall. Und nochmal Metall, bitte. Und dann noch ein weiterer Logistikpunkt. Aber mehr als zwei Metalle können wir eh nicht holen. Aber wir können andere Sachen vielleicht machen. Dann gehen wir hier schon mal in den Logistikpunkt einmal rein. Fliegen wir mit der Flotte rüber. Ja, ich habe mein erstes Shorts heute auf YouTube veröffentlicht, während der Gamescom, wenn ich dort rumlaufe, im Fachbesucherbereich, hinter verschlossenen Türen, ja, mit Entwicklern mich treffen und so weiter, oder Präsentationen oder Hands-Ons haben. Und ich versuche euch im Rahmen von 60 Sekunden Shorts noch von der Gamescom aus, da so meine ersten Eindrücke zu vermitteln. Die werden, dass mein erster Shorts ist, müsst ihr ein paar angeguckt haben, damit das freigeschaltet wird. Schaut euch gerne mal das erste Shorts an, schaut euch an, wo man die findet. Wir greifen hier erstmal an die leichten Fregatten mit allen. Wenn die dicht beieinander liegen, machen wir das wie eben mit Trick 17. Und schießen hier einmal mit dem Subraumriss auf den hier, wenn die dicht nebeneinander sind. Wir gucken mal, ob die näher beieinander fliegen. Mal gucken, wie wir das machen. Weil die machen Flächenschaden. Und so erwischen wir die meisten. Dann sagen wir, die Gesamtflotte mit der Angriff auf die, die beschädigt sind. Wunderbar. Dann mit den anderen weiter, bitte. Wir müssen mal schauen, wo unsere Späher mittlerweile gelandet sind. Ich neige dazu, weil mittlerweile passiert auch viel, dass wir die gleich umstellen auf Auto. Die werden beschossen, ne?
Nee, auf Autoerkundung, aber noch ist es, glaube ich, nicht nötig. Doch, wir haben den letzten kennengelernt. Das heißt, mit dem Kollegen hier können wir mehr im Augenblick gar nicht erkunden. Wir beobachten mal die Planetenbahn. Wir haben alle hier aufgedeckt. Ich guck mal, ob ich mit ihm hier hinfliegen kann, ob das geht. Schafft er das? Kann er da hinfliegen? Ich glaube, der kann nicht. Wir gehen mal auf Autoerkundung mit dem. Jetzt haben wir mittlerweile fertiggestellt, die Arbeitslager. Das ist dieser neue Planetengegenstand, der gleich kommt, in Reihenfolge. Und jetzt haben wir drei Forschungspunkte, Kriegsforschungspunkte, und können jetzt die Menge an Truppen, die wir bekommen können, an Schiffen erhöhen, indem wir hier drauf klicken auf gefangene Lieferanten, Versorgungspunkte, ja, fast schon verdreifacht, ne? Verzweieinhalbfacht einmal hier rein. Wenn das durchgelaufen ist, können wir mehr Truppen uns holen. Und dann können wir mit der Flotte, mit der zweiten Flotte, die mittlerweile fast stark genug ist, aber noch nicht ganz. Hier haben wir alles gebaut. Wie groß ist die hier? Nur 41, das war wenig. Dann können wir nicht rüberfliegen. Das ist mir zu wenig. Die brauchen noch mehr. Jetzt ist es drüber. Jetzt müssen wir abwarten, bis die Forschung da ist. Ich würde sogar sagen, wir bauen ja gleich noch eine zweite Werft. Also die muss zumindest so stark sein, damit die rüberfliegen können zu den anderen. Und die, mit denen wir hier sind, haben die den Kampf gerade geschafft? Da vorne sind wir. Greifen noch die Belagerungsfregatte an und danach können sie sich den Asteroiden hier vorne holen. Hier, ein Level-Up ist möglich. Wenn wir die Kolonisierung erhöhen, haben wir automatisch, wenn wir den Planeten Kolonisierung, die Stufe 2 geschenkt. Oder wir sagen, besser im Kampf, indem wir das hier verbessern. Subraumriss, höhere Schadensrate bei den Feinden und... Ja, können wir machen. Aber das ist nicht so unheimlich stark. Dann würde ich eher auf Kolonisieren verbessern machen. Mal gleich automatisch eine Gratisstufe geschenkt. Ich finde das Spiel sehr schön. Ich zeige es im Augenblick ja sehr viel. Aber verschafft euch lieber einen ersten Eindruck. Euren eigenen. Und lasst euch von mir nicht zulabern. Empfehle ich immer. Also nicht einfach. Also ich denke immer, wenn man auf Twitch vorbeikommt und sich was anguckt, oder auch auf YouTube, sage ich immer, es gibt eigentlich kaum was Ehrlicheres. Also eine Partie live zeigen oder in der Aufzeichnung zeigen für Publikum, weil wenn man das zusammenschneidet, dann kann man irgendwie Sachen verändern oder irgendwie anders anzeigen. Aber wenn das ungeschnitten in einem Rutsch ist, könnt ihr euch auch eure eigene Meinung bilden. Einfach nur zuschauen.